Bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, es haben einfach über 60% von den Leuten, die meine Videos schauen, nicht mal abonniert. Also ihr könnt gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, los geht's mit dem Video. Jo, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop und ihr könnt schon sehen, der Sergeant Grünklee Skin ist wieder im Shop. Der war ja relativ selten und dann noch hier ein neuer männlicher Skin. Ja, den hole ich mir später, glaube ich, auch noch. Und ein neuer Tanz. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop meinen Creator-Code angeben würdet, ArenaFN. Aber ganz wichtig, der Code wird nach 14 Tagen bei jedem entfernt. Also schaut immer, ob der rechts oben bei euch noch dran steht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich drehe heute den dritten Teil von Ich zeige die Stats meiner Gegner. Das kam ja mega gut bei euch an. Also ja, immer wenn ich einen Gegner hole oder ich gekillt werde, dann blende ich die Stats von ihm ein. Und ja, los geht's. So, ich würde sagen, ich lande mal hier direkt in Pleasant Park. Und hier auch übrigens mit dem neuen Skin. Gehen hier ein paar mit. Ja. Gib mir bitte eine Pump oder so. Ich muss ihn holen. So, kurz tanzen. Okay. Vorne sind auf jeden Fall die nächsten Gegner. Oh, das war knapp. Der will mich unbedingt. Oh. Hier. Oh, jeder Kugler. Oh, die Animation ist so geil. Ah, der ist auf der Tankstelle drauf. Wo willst du denn hin? Billy. Der Billy. Ist hier vielleicht noch jemand? Nee. So, wo ist jetzt sein Loot? Ah. Oh, nice. Wie der hergeflogen kommt. Oh, der hat die neue Pump. Ach, der war schon echt süß. Der hatte, glaube ich, nicht so gute Stats. So, wo war jetzt die Kugel? Ah, okay. Oh, ich liebe dieses Teil so sehr. Oh, eine blaue MP. Die Frage ist jetzt, soll ich riften oder die Kugel nehmen? Hm. Ich glaube, ich rifte lieber. Okay. So, wo sind die Gegner? Hm. Ist da ein? Ja, da ist einer. So,
Komm her. Oh, der ist gar nicht schlecht. So geht's auch. Meine Treppe ist verdreht. Ja, der ist jetzt... Ah, der hat Hängegleiter, oder? Nein! Hat die Landung vermasselt? Hä, hey, warum ist er da einfach runtergesprungen? Okay. Hab ich jetzt nicht so ganz gecheckt. Hä, hey, was ist das für eine Runde? Was machen die alle? Was? Hä, hey, warum baut von da jemand bis dahin rüber? Ach so, und weil mich mega viele gefragt haben, ob ich mal wieder Stretch spielen kann. Das Ding ist, für Videos spiele ich lieber normal. Weil das Ding ist, Fortnite-Videos oder Livestreams schaue ich mir auch lieber an, wenn die nicht Stretch sind. Und hier ist der nächste Gegner. Der wird jetzt, denke ich, auch das Jumpet benutzen. Yeah. Hä, noch jemand? Oh. Komm her. Das war ein harter Gegner auf jeden Fall. So, ich spiele auf jeden Fall jetzt die Excalibur als die AK. So, hatte der andere vielleicht noch Loot hier? So, da ist auf jeden Fall der nächste Gegner. Warum leben in der kleinen Zone noch so viele? Ah, da ist einer. Soll ich den einfach pushen? Ach komm. No skin. Okay.
Hä? Wie hat der überhaupt geschafft, sich so hoch zu tauern? Ach, was machst du denn? Ich würde sagen, ich chill jetzt hier einfach ein bisschen und schau mal, wo die nächste Zone ist. Das wäre, glaube ich, das Schlauste. Ich dachte schon, der holt mich noch. So, komm her. So, was jetzt? Was macht der da? So, mal schauen, ob der letzte schlecht ist. Wenn ja, schenke ich ihm den Sieg. Wo ist er hin? Hallo? Ja, hallo? Hi. Oh, Nein, komm raus, komm raus. Komm raus, bitte. Jo. Ey, Midget. Ey, Midget. Ja. Was? Bei mir ist... Ich habe gerade 14 Kills und bei mir ist ein richtig schlechter Gegner. Ich bin gerade um 1 gegen 1. Soll ich ihm den Sieg schenken? Was sagst du? Ja, oder? Warte, ich versuche mich hier erst mit dem anzufreunden. Warum lachst du? Oh! Ich brauch dem den Sieg gar nicht schenken, der holt ihn sich selber. Es ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Immer, ich wollte schon... Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich jemandem den Sieg schenken will. Und er stirbt einfach an der Zone. Ja, ich glaube mal, der hatte jetzt nicht so gute Stats. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator-Code ARIANFN nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.